Willkommen zurück zu einer weiteren durchgeknallten Folge Saw the Game. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte explosiv durchgeknallte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht natürlich weiter und wenn ihr da draußen ein wenig supporten wollt, ihr wisst ja, wie es geht, einfach nur eine kleine Bewertung da lassen. Dauert nur ein Sekündchen, geht super mega fix. Wie jetzt? Ich öffne hier diesen Raum mit einem Nagel, entschärfe eine Falle und bekomme einen Nagel. Okay, das war jetzt nicht wirklich spektakulär. Na, wenigstens bekomme ich hier noch einen Nagel. Obwohl, haben wir schon wieder genug? Sind wir schon wieder voll? Ich weiß es gar nicht. Wisst ihr, was in dem Spiel so ein bisschen fehlt? Ein Skillbaum. Dass man ein paar Fähigkeiten erwerben könnte und so eben seinen Charakter verbessert. Okay, ich glaube, hier müssen wir nicht rein. Das gehört alles noch hier zu diesem Bombenrätsel, das wir aber schon in der letzten Folge gelöst haben. Naja, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, es gibt Schlimmeres. Mir geht's ganz gut damit. Ich bin Polizist. Wird ein Polizist nicht eigentlich permanent bewertet und verurteilt? Sind wir mal ehrlich. Und ich mache YouTube-Videos im echten Leben. Also werde ich nicht auch permanent bewertet und verurteilt? Sind wir mal ehrlich. Was haben wir denn hier? Write a story about me. You've already done so much, Oswald. Oh shit! You're him! You're the Jigsaw Killer! That is the name you have given me. Your words have changed how people perceive me, regardless of the truth. Now that your words are useless, what is left? Naja, ich mein, Jigsaw Killer ist ja auch sehr, sehr naheliegend. Denn er macht hier überall seine Puzzleteile hin. Also würde jeder normale Mensch wahrscheinlich ihn so nennen. Ist ja immerhin sein Markenzeichen, ne? Was gibt's hier drüben? Nichts. Ja, nichts. Okay, warte mal, was haben wir hier? Also ich würde es sehr, sehr geil finden, wenn sie irgendwann mal nochmal ein Spiel dazu machen. Aber ich weiß auch nicht, ob die erfolgreich waren, die Spiele. Ich kann es mir nur bedingt vorstellen. Ich meine, wir haben einen zweiten Teil bekommen. Also so miserabel kann der erste gar nicht gewesen sein. Auch wenn der zweite Teil optisch nicht wirklich ein Schritt nach vorne ist. Es wirkt auch so, als hätten sie wirklich die gleiche Engine nochmal verwendet. Stört jetzt aber auch nicht. Bisschen mehr Abwechslung hatten sie, glaube ich, im zweiten Teil. Viele sagen, der erste ist besser. Ich finde beide eigentlich relativ gleich. Alter, was stimmt denn mit dir nicht? Er ist tot. Du wütender Fettsack. Der Mann ist tot. Back off, Cop. Nicht gut. Nicht gut. Wir alle wissen, wie stark die Gegner ab und zu sein können. Aber der schlägt auch noch super schnell zu und... Oh nein, 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 nein. Ja. Oh, was? Er kann sowas hier. Ich habe dein Leben ruiniert. Ich glaube eher, McDonald's hat dein Leben ruiniert. Specky Boom Boom. Oh nein, 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 nein. Die sind auch noch Glasscherben. Kann ich hier irgendwo eine Falle aktivieren? Schöner Schlag. Yes, ich hab ihn. Okay, wo ist dein Baseballknüppel? Eine Kamera, Alter, die nehme ich nie wieder mit. Oh geil, Sprengfallen. Das ist nice. Nagel hat er hier noch dabei. Aber hier war kein Bügel. Glas, Glas, Glas. Hier war kein Bügel. Was hat der mit dem... Oh mein Gott, sieht das krass aus. Da
Das sieht echt krass aus, wie der Schädel da unten liegt. Ja, die Gewalt in dem Spiel ist sehr derbe. Eine Sicherung. Na, was hätte ich denn hier alles bekommen können, um den irgendwo zu besiegen? Ich wette, unten gibt es eine Möglichkeit, wie man den besser aus dem Weg hätte räumen können. Hm, was ist das hier? Ein Stromkabel auf dem Boden? Okay, was bringt's? Wow, wow, wow! Hey, Freund, easy. Mit so einem Stromschlag müsste er eigentlich instant tot sein, oder nicht? Okay, ich habe noch eine Sicherung bekommen. Ja, ich kann hier die Tür zumachen und dann kann ich natürlich so lotsen, dass er dann wirklich genau in die Falle reinjoggt. Oh, ich höre noch jemanden. Aber der ist oben. Der ist irgendwo oben. Wow, Alter! Don't make this difficult. Zu spät! Ha, ich bin einen kleinen Tacken schneller als du. Oder auch nicht. Ja, dodge. Kann ich auch dodgen? Bestimmt. Warum habe ich ihn eben gerade nicht getroffen? So, den hätten wir. Besser wäre es, wenn wir uns mal hier noch ganz schnell heilen. Alles klar, Chef. Na, vergiss es. Was? Ey, der ist so schnell. Der ist so schnell. Ich glaube, das Kämpfen beim zweiten Teil auch deutlich angenehmer. Was macht er jetzt? Jetzt rennt er weg. Er ist so viel schneller als ich mit dem Drecksrohr. Ich mache hier nur den langsamen Angriff. Komm, jetzt! Alter, Fäuste sind einfach mies. Im Endeffekt, Geschwindigkeit ist alles. Also beim Kämpfen haben sie sich, was das Konzept dahinter angeht, nicht so wirklich viele Gedanken gemacht. Okay, hier ist wieder irgendwelche philosophische Schmiere vom alten Jigsaw. Was hat er hier vor? Leider gehen mir hier schon wieder so ein bisschen die Drogen aus. Ich brauche mehr Drogen! Okay, hier könnten Drogen drin sein. Na, gibst du mir Drogen? Any drugs, my friend. Mist. Yes. This is what I need. This is what I need. Ha. Gut, wir müssen hier runter. Dem armen David. Wir müssen doch echt die Finger und Füße abfrieren. You might have survived the death of your partner, Detective Singh, if it wasn't for this man. The man who created a phantom crusade against you. For no reason other than to gain fame and fortune. He has nothing. Without his empty words. But you, detective, are a man of action. Find the remaining pieces to the puzzle and assemble it here. The truth is right behind this door. Polizei sucht noch immer nach dem Jigsaw-Killer von Oswald McGillicuddy. Das ist der Mann, der da oben liegt, der aussieht wie so ein extremer russischer Schwerverbrecher. Die Detectives Tab und Singh untersuchen noch immer die brutalen Morde des sogenannten Jigsaw-Killers. Wir werden diesen Kerl festnageln, meinte Tab in gewohnter Offenheit. Hoffentlich wird der Jigsaw-Killer in naher Zukunft für diesen Reporter nichts weiter als eine Fußnote sein. Tja, da hast du dich aber ganz schön geirrt. Okay, hier drüben ist ein Feuerzeug. Alter, was ist denn hier los? Immer diese extrem appetitlosen, grausamen Morde.
What the hell? What the hell? What the what? Wow, Glas. Noch mehr Glas. So I helped you, right? Helped you spread your message or whatever? So will you let me go? I'm afraid I cannot do that. Do you remember Detective Tapp? Yeah, the cop that couldn't catch you. Cut him up and killed his partner. You insinuated that we were the same person. I believe that credit should be given where credit is due. You ruined the man's life with your constant insinuations. Words are powerful, Oswald, but so are actions. Okay, er hat angedeutet, dass ich der Killer bin. Mir selbst die Kehle aufgeschlitzt. Um so zu tun, als wäre ich Opfer, aber in Wirklichkeit war ich Täter. Hm? Eieiei, was ist denn hier passiert? Hm, da klebt ein bisschen Mensch an der Wand. Jigsaw, näher als wir denken, von Oswald McGillicuddy. Ohne Hinweise und angesichts steigender Opferzahlen fragt sich dieser Reporter, was ist, wenn wir uns bei der Ergreifung von Jigsaw auf die falschen Leute verlassen? Das ist eine wagemutige Behauptung, aber was ist, wenn Jigsaw einer der Beamten ist, die ihn fangen sollen? Vielleicht ist es sogar Detective Tapp. Als leitender Ermittler bekommt er alle Informationen, er ist ziemlich aufbrausend und wir dürfen auch nicht vergessen, was seinem Partner zugestoßen ist. Zwei bewaffnete Polizisten werden von einem Mann mit einem Messer überrumpelt. Klingt doch sehr unwahrscheinlich. Naja, also ganz ehrlich, wenn jetzt einer von hinten mit dem Messer kommt... Was willst du denn da machen, wenn du nicht weißt, jetzt ist jemand hinter dir? Es mehr wert als jede Waffe. Weil du stichst einfach hinten rein und zack. Außerdem wurde ja Singh nicht einfach mit einem Messer getötet. Ja, fairerweise muss man das auch noch betonen. Boah, das Rohr ist aber crap. Yo, Bruder, danke. Zwei schwarze Brüder halten zusammen. Alter, was hat der denn? Achso, ist ein Baseballschläger. Ich dachte schon, eine Machete. Ey, jetzt mal gut. Der Dodgeman. Endlich. Schläger aufheben. Der ist ja schon total durchgenudelt. Ich liebe die Musik. Ich liebe die Filmmusik, aber die Musik hier ist halt auch genial, weil es ist irgendwie die Filmmusik, aber doch ein bisschen wieder anders. Was meint ihr? Findet ihr die Musik geil? Seid ihr Fan der Saw-Musik oder sagt ihr... Nö. Scheiß doch auf die Musik. Ach, was ist denn jetzt hier wieder mit dem... Drecks B? So. 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 Und... Ich hab genau getimed. Ich verstehe es nicht. Jetzt rück ich extra ein bisschen früher und... Trotzdem kriege ich einen immer nicht hin. Guck mal, es ist nicht mal wirklich drin. Also ab und zu sind die total unpräzise, die Dinger. Keine Ahnung, was gerade das Problem ist. Dankeschön. Okay, hier ist nix. Und jetzt wieder nach oben zum alten Ozzy. Ah, die eine Hälfte haben wir schon von deiner Rettung. Diese Balance-Sachen, ne, die wurden so beliebt damals zu der Zeit. Gab's ja auch in Assassin's Creed, glaube ich, gab's Balance-Nummern. Ey, Chef, was sind die Kombinationen? Nice try.
Okay, der kann mich hier sprengen, der Dude. Hier ist nix. Kann ich da rein? Na dann. Erneut eine Runde. Jetzt eben wieder ohne Probleme gelöst. Okay, warte, ich will einmal hier rüber. Oh, Vögel! Ratten! Vogelratten! Okay, was willst du jetzt wieder? Du alter Irrer. Oh nein. Oh nein. Okay, warte. What? Hier will ich durch. Okay, wait a moment. Reicht das nicht schon im Endeffekt, um durchzukommen? Das war erschreckend leicht. Oder geht's noch weiter? Das war erschreckend leicht, ne? Ich glaube, der Zweier war auch deutlich schwieriger. Da haben sie nämlich diese extrem großen... Was? Starre Arme enthalten den Code. Starre Arme enthalten den Code. Habe ich denn hier eben gerade irgendwas, konnte ich eben benutzen? 6. Oh. Sechs. Gibt es irgendwo Puzzleteile auf dem Boden? Ach. Okay, 206. See that the truth is revealed when we cast light upon it. Secrets fester in the dark. This is a trial of your pain as well as his. Slander is not an easy thing to face. 206. Merkt euch mal 206. Ja, und zwei hatten die halt diese super großen Schaltkästen. Ja, was steht hier? Oh. Hydrotherapie. Als Teil unserer Reizforschung wurden die Badezimmer in Whitehurst mit Kalt- und Heißwasser ausgestattet. Wer den Patienten mit kaltem Wasser besprüht, gehen sie einen hypothermischen Zustand über. Laut unserer Theorie haben Patienten mit diversen hyperaktiven Störungen eine größere Kontrolle über sich, wenn sie in einem derartigen Zustand sind. Wir führen auch gegenteilige Tests durch und stimulieren Patienten mit heißem Wasser, um herauszufinden, ob ähnliche Ergebnisse zu erzielen sind. Allerdings lassen sich die entstehenden Hautschäden viel schwerer vor ihren Familien und Freunden verbergen. Es ist so krank, ne? Aber es ist halt die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Damals wurden die Menschen wirklich quasi in so ein Dampfbad eingesperrt und wurden echt, ja, geputzelt. Man kann es nicht anders sagen. Sie wurden wirklich absolut durchgekocht. Bis quasi wirklich die Haut von den Knochen gefallen ist. Das ist so abartig, aber es ist leider passiert. Was? Trepanation. Nur zur Erinnerung, hier werden aktiv Trepanationen praktiziert, bei denen man Löcher in den Schädel bohrt, um Patienten mit allgemeinen mentalen Störungen zu heilen, die ansonsten schwer zu diagnostizieren sind. Die meisten Anstalten setzen diese Methode heutzutage nicht mehr ein, aber aufgrund unserer Erfahrung gehen wir davon aus, dass viele Patienten nur unter einer enzephalischen Schwellung leiden, wenn sich durch eine Trepanation heilen, die sich durch eine Trepanation heilen lässt. Vor kurzem hatten wir einen Patienten, der von Halluzinationen, von regenbogenspeienden Einhörnern sprach und bei dem eine allgemeine mentale Störung diagnostiziert wurde. Er starb aufgrund einer enzephalitischen Schwellung, die die Folgen eines nicht gemeldeten leichten Kopftraumas war. Die Trepanation, eine mittelalterliche Methode, hätte sein Leben retten können. Nun, ja.
Loch im Kopf bohren. Also, gibt es nicht sogar wirklich Fälle, wo es hilft? Unter natürlich einer extremen Präzision, weil halt der Druck aus dem Schädel entweichen kann. Also, das ist kompletter nutzloser Scheiß, das glaube ich nicht. Aber damals hatten die halt, wie gesagt, damals waren die einfach barbarisch. Ja, die waren einfach scheiße barbarisch. Wo ist denn hier was, wo ich looten kann? Komme ich hier nicht rüber? Hier ist eine Knarre drin. Ah. Ja, lass mich doch ran. Meine Fresse, Spiel. Muss mich heilen. Das ist mit das Schwierigste, finde ich. Nice. Und direkt hört er halt auf zu husten. Oh, snap. Hervorragend. Oh, ist ziemlich easy gewesen. Einige sind echt übel. Einige sind echt richtig übel, aber... Jetzt wieder andere, die sind super locker. Okay, Revolver ist sehr, sehr geil. Meine, jetzt bin ich hier gelandet, um den Revolver mir zu erspielen, oder was? Von hier bin ich nämlich gekommen. What? Was bringt Wasser trinken? Ah, es heilt. Alles klar, warum nicht, ne? Ich meine, du hast eine schwere Verletzung. Durch einen Schlag auf deinen Arm, angebrochen, aufgeplatzte Haut, blutest, einfach mal einen Schluck Wasser trinken. Wenn die so ein Wasser hier hatten in dieser Anstalt, Krankenhaus, ist ja alles irgendwie. Regierungszentrum, a puzzle. Oh Gott, was ist denn hier das Puzzle? Toll, hier komme ich nicht durch. Kann man da Waffe irgendwie droppen? Das heilen. Mit B vielleicht? Mit Pfeil nach unten? Ah! Okay, so droppt man also eine Waffe. Oh, sehr erfrischend. Die Fäuste einfach besser sind als dieses Stahlrohr. What the fuck? Schere. Was ist eine Waffe? Fallakte. Jigsaw streckt Hand nach Journalisten aus. Von Oswald McGillicuddy. Der berühmte Jigsaw-Killer hat enthüllt, was den auf der ganzen Welt verschwundenen Spielejournalisten zugestoßen ist. Ui. Okay, im April... wird er Ihnen in Los Angeles einen ersten Einblick in das geben, was er in seinen nächsten Umerziehungsreihen für Sie geplant hat. Zusammen werden die Journalisten ein Videospiel sehen, aber dieses Spiel ist weitaus ernster. Moment, ist das eine Ankündigung für Saw 2? Wirkt irgendwie fast so, ne? Moment, hier ist nur Schere aufheben. Okay, ein Puzzle. Aber wo können wir hier was rumpuzzeln? Müsste man hier vielleicht irgendwie in der Wand was finden? Ein Puzzle. Puzzleteil oder wie oder was? Warte, da geht's auch weiter. Da ist die Wand, die wir eingedroschen haben. Waren wir hier schon? Nee. Wop. Doch, hier waren wir. Hier bin ich doch hier so an der Seite durchgeslippt. Okay, warte mal. Oh! What? Hey, Chef! Okay. Das war
sehr speziell. Oh shit, jetzt bin ich hier so weit. Ah, 206. Ach Gott, das habe ich schon wieder. Ich hab's schon wieder vergessen. No way. Entriegeln. Öffnen. Mach mal Licht an. Dankeschön. So, wieder hier die Nummer. Ja, sehr geil. Alright, das bringt nichts. Das bringt auch nichts. Das bringt auch nichts. Auch nicht. Das hier. Ba-bam. War das eben gerade ein bisschen anders? Okay, das ist wirklich random. Oh, und jetzt ist die Knarre super schwer zu bekommen. Oh Mann. Dreck. Ach, ätzend. Ich hasse dieses Rätsel. Bringt alles nix. Knarre wäre schon sehr geil. Ich komme halt wieder an nichts ran. Oh. Bringt mir aber auch wieder gar nichts. Kann man halt wieder hier eins hinmachen, komme ich hier hin. Dann komme ich halt wieder hier nicht hin. Ha, das bringt auch nichts. Ja, die sind echt schwierig. Ihr da draußen habt es bestimmt gelöst. Ihr seid nämlich schlau, schlau. Also es gibt ja nicht viele Optionen. Ich kann hier hin und dann hier. Da komme ich auch nicht ran. Es gibt das hier. Muss man irgendwie oben rum? Da kommt man hier auch wieder nicht weiter. Man hier hin, aber hier kommt man dann wieder nicht weiter. Hier kommt man nicht weiter. Keine Ahnung. Irgendwas übersehe ich. Irgendwas übersehe ich. Irgendeine sehr, sehr wichtige Kleinigkeit. Tja. Freunde, ich würde sagen, wir... Obwohl, hier habe ich jetzt keinen Speicherpunkt. Oh, stimmt. Gucken wir mal, dass wir den Speicherpunkt triggern. Mit 206. Und dann ist die Folge rum und vielleicht hole ich mir in der Zwischenzeit noch die Knarre und schaue mir das mal ein bisschen genauer an. Stimmt, hier drüben war ja Wasser. Hier war ja heiliges Wunderwasser. So, warte. Hole ich mir hier aber noch die Schere. Höre ich denn hier noch rumtackern? So.
So, hier das heilige Wunderwasser. Jetzt bin ich wieder hier oben. Jetzt gehen wir noch ganz... Das war halt ein mieser Bug eben. Richtig mieser Bug. Dankeschön. Komm schon, versau es mir nicht. Und hier die 206. Okay. Ich kann nicht schlagen. Er ist tot. Ein Stich und tot. Nice. Ja, ich habe das zweite Puzzleteil. Aber nennt mich nicht Jigsaw Killer. So, Freunde. Mist. Komm schon. Nein. Ey. 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 Es wird immer schlimmer. Zack. 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 Und zack. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine kleine Bewertung da. Vielleicht hole ich mir noch die Knarre da unten. Mal gucken. Bis, obwohl ich gehe hier rein. Die Tür zu, damit es hier speichert. Muss doch hier hin, oder nicht? Ich muss doch hier hin, oder nicht? Warum speichert es jetzt nicht? Hm. Ich habe alle beide Puzzleteile. Eigentlich müsste ich jetzt wieder zurück. Ja, beim nächsten Mal gibt es dann wieder einen brutalen Mord in einer brutalen Falle. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Es speichert einfach nicht. Warum, Spiel, tust du mir das an? Bin ich überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Come on. Hier ist der Mann, der in den Mixer gefallen ist. You gonna kill me, aren't you? I've never killed anyone, Oswald. I gave them a chance, which is more than what you gave Detective Tapp. Tell me, why did you condemn a man with your words that did nothing to you? He did. He wouldn't give me access, info on the Jigsaw. You. He tried to shut me down. Me. I don't back down for nobody. Never have, never will. Unless the good detective doesn't hurry. We will see how flexible you are. Boah, das wird mies. Das wird echt mies. Oh, was? Gut, Kontrollpunkt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.